Was ist typisch deutsch? Ihrer Meinung nach. Was ist typisch deutsch? Typisch deutsch ist Disziplin. Disziplin und Ordnung, das ist typisch deutsch. Und ich mag das. Typisch deutsch? Lederhosen, Brezeln. Ich würde allgemein so die Art, wie sie drauf sind, auf jeden Fall immer sehr pünktlich und alles. Auch wie sie meistens reden, immer sehr direkt, immer sehr streng auf jeden Fall. Keine Ahnung, wir sind auch sehr spät dran, wir sind schon zu spät. Also deutsche Pünktlichkeit ist immer noch gefragt, wie ich sehe. Aber was ist für dich eigentlich so richtig typisch deutsch? Currywurst. Currywurst? Bist du Deutscher? Nee, ich bin nicht direkt Deutscher. Ich bin halber Belgier und noch Viertel Türke. Ah, okay. Und fühlst du dich als Deutscher hier in dem Land? Ich fühle mich nicht richtig deutsch. Also ich fühle mich mehr zur türkischen Seite hingezogen. Was ist typisch deutsch? Weiß ich hier ganz genau. Kannst du uns diese Frage beantworten? Nee, nicht so richtig. Bratwürste sind ziemlich deutsch. Naja, jeden Sonntag ist es immer leise so. Jeden Laden ist zu. Du bist eigentlich Italiener? Deine Eltern kommen aus Italien? Nur mein Vater und meine Mutter kommt aus Kuba. Aus Kuba? Mhm. Und fühlst du dich als typisch Deutscher? Nicht wirklich. Naja, so wirklich deutsch fühle ich mich nicht. Woher kommen deine Eltern? Libanon. Und seid ihr hier in Deutschland geboren? Oder? Ich bin hier in Deutschland geboren, ja. Ich glaube, wir haben unser Leben Wir haben unser Leben halt hier mit hergenommen, sozusagen. Also wir bleiben trotzdem halt, also wir sind zwar hier geboren, aber wir bleiben trotzdem nicht deutsch. Ja. Ich sag mal so, wenn ich anerkannt werden würde, dann wäre ich vielleicht typisch Deutscher. Was meinst du mit anerkannt? Naja, man wird ein bisschen ausgegrenzt und so. Und ab und zu fühlt man sich als ein Deutscher und dann wiederum nicht. Also es ist irgendwie so 50-50. So. Von wem wirst du denn ausgegrenzt? Naja, von Biodeutschen, wenn man das so sagen kann. Von Biodeutschen? Wir werden ja oft halt beschimpft als Ausländer und deswegen, sonst sag ich nicht. Von wem wirst du denn beschimpft? Von Schulkameraden? Von oder? Oft also von den älteren Menschen. Ja? Ja. Und dass wir uns halt asozial benehmen, oder? Woher kommst du oder deine Eltern? Türkei. Bist du hier geboren in Deutschland? Ja. Und fühlst du dich selber mehr als Deutscher oder mehr als Türke? Ja, mehr als Türke, aber... Es kommt natürlich auch darauf an, wie Migranten sich verhalten. Aber im Gegenzug müssen Deutsche auch eben anerkennen, dass sie auch ein Teil des Volkes sind. So. Würdest du sagen, die sind schon alle gut integriert, die du so kennst, die meisten? Die meisten schon, aber ich kenne natürlich auch wiederum Beispiele, vor allem aus der Grundschule, wo ich gesehen habe, dass die in der ersten Klasse kommen und kein Wort Deutsch sprechen. Und das ist dann natürlich wieder eine Frage von Integration. Das weiß man ja, dass es noch nicht wirklich stattgefunden hat. Aber es gibt auf jeden Fall gute Beispiele, an denen man sich orientieren sollte und darauf kann man aufbauen. Ich finde gar nichts ist typisch deutsch. So, sorry, ich stehe gar nicht auf sowas. Also ich kann dazu nicht sagen, so, weil ich bin der Meinung, man kann nicht sagen, das ist typisch deutsch, das ist typisch das. Ich denke einfach, es gibt verschiedene Kulturkreise und die einen tun das, die anderen tun das, aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendwas ist typisch. Typisch deutsch wird es nicht mehr geben, also ist nicht, keine Ahnung. Weil wir so viel Multikulti hier haben, oder was? Ja, weil, ja, keine Ahnung. Europa halt, die Welt, keine Ahnung. Irgendwann gibt es kein Deutschland mehr.